Hallo und willkommen bei Einfach Laufen. Hallo und guten Morgen. Gestern ging es beim vierten Schritt um das Thema Suchen, Lieben, Lassen, Finden. Und bei dem fünften Schritt geht es auch um das Thema Lassen. Pass mal auf, da steht nämlich: Hör auf, alles zu analysieren. Das Leben ist einfacher, als es aussieht. Hör auf, alles zu analysieren. Das Leben ist einfacher, als es aussieht. Da steckt das Wort analysieren drin. Und in analysieren ist das griechische Wort analyo. Und das heißt so viel wie auflösen, zerlegen. Man kennt diesen Begriff vielleicht aus der Mathematik, Analysis, oder wenn man auf seine Joghurtpackung schaut, Analyse, da sind die einzelnen Bestandteile des Joghurts zerlegt. Und ich habe als Kind super gerne irgendwelche Geräte zerlegt, wie Kassettenrekorder oder irgendeinen Wecker, und ich habe das so zerlegt, dass ich es nie zusammengekriegt habe. Das kann passieren, wenn ich alles analysiere und zerlege, dass ich es nicht zusammenkriege. Und dann ist hier der einfache Satz: Das Leben ist einfacher, als es aussieht. Ja, das Leben ist einfacher, als es aussieht. Was bringt es mir, wenn ich vor einem großen Stein stehe und erstmal eine Mineralanalyse mache? Ist es Marmor oder Graphit? Das wälzt mir den Stein irgendwie auch nicht weg, und ich habe dann irgendwie ein paar einfache Alternativen. Entweder gehe ich über den Stein hinweg, klettere drüber, gehe dran vorbei, versuche ihn wegzurollen, oder wenn das alles nicht klappt, dann, naja, dann muss ich eben halt umkehren. Und dann habe ich noch einen kleinen Bleistiftgedanken aus dem Osterevangelium. Da heißt es nämlich von den Frauen, die früh am Morgen zum Grab Jesu gingen und kamen, dass sie sich fragten: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und als sie aufschauten, da sahen sie, der Stein war weggewälzt. Solche österlichen Erfahrungen wünsche ich dir und wünsche ich mir. Und dann sieht das Leben auf einmal ganz einfach aus. Wie prima wäre das? Alles Gute, einen guten Tag. Tschüss. Das war angedacht mit Rüpp, was dein Leben reicher macht. Auf bald.